Raphael Westermeier, ich fordere dich auf, sofort von deinen Ämtern zurückzutreten. Du persönlich, und das ist beweisbar, hast dich mit dem Ehemann von Frau Katharina Kost-Tolmein zusammengetan und ihr habt eine Petition, die sich mit 490 Menschen gegen Katharina Kost-Tolmein ausgesprochen hat, habt ihr gelöscht. Und zwar Schwanninger war auch dabei. Deswegen hat er mich auch blockiert, dieser alte, schlechte Sänger. Ja, das ist unfassbar, das ist ein Skandal. Wer glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, eine Genossenschaft? Ihr solltet nach Nordkorea ziehen oder nach Russland oder nach China. Da werdet ihr besser aufgehoben. Was ihr hier macht, ist Volksverarsche. Ihr verarscht Schauspieler, ihr macht auf Genossen und ihr seid schlimmer als unter irgendeiner Diktatur. Es ist unfassbar. Ihr habt meine Petition gelöscht. Ihr seid mir in den Rücken gefallen und das ist beweisbar durch die E-Mail, die dieser Schleimer an diese alte Kost-Tolmein hier geschickt hat, persönlich. Es ist unfassbar. Ihr solltet euch wirklich schämen. Ihr solltet wirklich zurücktreten von allen Ämtern, diese Scheiße. Wofür gibt es denn die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger? Ihr seid doch schlimmer als irgend... Das ist doch unfassbar. Ihr habt der Alten geholfen. Die Rechtsanwälte zusammen und habt... Das ist nämlich unfassbar, dass auf change.org eine Petition gelöscht wurde. Was habe ich denn gemacht? Ich habe die Wahrheit gesagt über diese Frau. Die hat mir mein Stück geklaut und ich bin am Mittwoch gegen sie im Gericht. Und wenn ich das gewinne, dann ist die Alte sowieso schon hinfällig und ist weg vom Fenster. Aber ihr habt mir geholfen. Ihr wolltet ihr mir nicht helfen. Aber die Logik beweist, dass ihr mir besser geholfen habt, als hättet da wirklich die Alte angerufen und hättet gesagt, hier, das geht nicht. Sie können nicht hier irgendeinem Schauspieler der seine Idee und sein Stück klauen und da mit so einer dahergelaufenen Karin Brezel so ein Bullshit-Aufguss Kinderhäuser. Das sieht doch jedes dumme Kind, dass das ein Diebstahl ist. Es ist unfassbar. Das war lange notwendig. Und ich erwarte Konsequenzen von der GdBA. Ihr könnt mich gerne rausschmeißen. Zu so einem Haufen will ich gar nicht gehören. Ihr seid komplette Verräter an euren eigenen Kolleginnen und Kollegen. Ihr solltet euch wirklich schämen. Schönes Wochenende.